Sega. Herzlich willkommen zu einem weiteren Prince of Persia Titel. Hier auf meinem Kanal Retro Basis, ich bin Perudor und wir spielen tatsächlich noch einmal Prince of Persia auf dem Sega Mega Drive. Ich hab's gesagt, einen habe ich noch. Und um gleich die Spannung zu nehmen, ich habe noch einen auf Petto. Das nehmen wir dann später. Erstmal genießen wir diese wunderschöne Sega Mega Drive Version. Jafar! Guckt in eine Glaskugel, da ist der Held, der Prinz, so wie wir ihn kennen. Oh. Ah, das kennen wir, das ist klassische. Ja. Die klassische Szene. Heirat mich oder stirb in. Oh. Ich glaube, 90 Minuten ist es hier auf der Sega Mega Drive Version. Ist ganz traurig. So. Ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel. Musik. Moment. Guck mal, was ist das denn hier? FSX only, Musik only. Nee, komm, wir machen beides. Das volle Programm. Keine Ahnung. Bom, 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 bom. So ein paar Spielereien haben wir hier drin. Aber, oh, guck an. Ja, der ist mal eben in den Keller gerollt. Krass. Ja, nochmal herzlich willkommen zu Prince of Persia. Wir sind hier auf dem Sega Mega Drive. Die klassische Steuerung. Wir können springen. Wir können vorsichtig schleichen. Aber ich glaube, hüpfen können wir hier auch nicht. Nee. Ja, grafisch wesentlich hübscher als die Sega Master System Version, die ich ja vor kurzem gezeigt habe. Hier auch wieder die Steine voluminös, es sieht richtig nach Dungeon aus, Kerker, das ist für mich ein Dungeon. Aber wie gesagt, jedes Spiel hat so seine Klasse für sich. Hier haben wir die Musik, die im Hintergrund dudelt, die könnte ein bisschen leiser sein, die stelle ich noch leiser ein. Und schaut euch diese wunderschönen Fackeln an. Die leuchten, die funkeln, das ist eine wahre Freude. So, wie gesagt, regelmäßige Zuschauer meines Kanals wissen, dass ich mit dem Sega bisher nie was am Hut hatte. Von daher ist es hier alles oha, hier haben wir schon wieder eine Änderung. Na, geht jetzt gar nicht, Mist. Rennen wir einfach mal drüber. Habe ich den Faden verloren, was wollte ich denn sagen? Ja, wie gesagt, ich habe mit dem Sega nie was zu tun gehabt bisher, das ist also alles Premiere. So, traditionellerweise müsste hier dieser Bösewicht kommen. Ja, da ist er. Also die Hintergrundtexturen, die gefallen mir sehr gut. Also, da finde ich die anderen Versionen etwas spärlicher, aber auch künstlerisch. Also, man muss schon sagen, dieses dezente Mauerwerk im Hintergrund der PC-Fassung, die ist schon ganz nett gemacht. So, wie springt er? Er springt sehr gut. Die Tür geht auch schön. Ach, das finde ich schade, dass man nicht so hüpfen kann. Das hat mir damals in der PC-Variante echt manchmal das Leben gerettet. Dass man im letzten Moment noch durch die Türe, durch das Tor, durch das Gatter quasi hüpfen konnte. So. Oh, das ist aber schön hier mit dem Skelett. Uah. Zu weit runtergesprungen. Und hier hat man wieder diese klassischen Bodenplatten. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. So. Ich weiß noch nicht, was dieses hier, da wo ich jetzt da stehe, da unten, dieses Rohr zu bedeuten hat. Ist das eine Kanalisation? Mein!
Verdammt. Ich wollte übrigens nur die Musik. Ah, ich dachte, schade, ich dachte, die Musik wäre jetzt zu Ende. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Verdammte Axt. So. Also auf ein neues. Wie gesagt, ich bin noch Sega-Neuling. Man möge es mir verzeihen. Was machst du? Aha. Na komm. Kann man die wirklich nur auslösen? Anscheinend, ne? Wenn man drunter... Jetzt habe ich ein Herzchen verloren. Oha. Trink es doch. Oh, ich dachte, wir kriegen noch einen Pfeil dazu, einen Hitpunkt. Können wir da oben lang? Leider nicht. Ich dachte, ich könnte mal eine Alternative zeigen. Aber das hängt euch ja langsam auch zum Hals raus, das erste Level, denke ich mal. So. Das war ein bisschen zu früh abgesprungen. So. Aber mir gefällt der Prinz hier eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Der hat seinen traditionellen Turban. Erinnert mich ein bisschen an Prince of Persia 2, muss ich sagen. Die Sprites von dem Prinzen hier. Ich wollte noch einmal gucken hier oben. Ne, da ist nichts mehr. Okay. Noch nicht die Ruhe verlieren. Jawohl. Okay, ja. Da liegt der Krummsäbel. Aber ich muss mal was ausprobieren. Ne, da oben ist nichts. Meine Güte, was mache ich denn? Yeah, ich bin der Prinz of Persia. Der Persienprinz. Was haben wir denn da oben? Aha, da ist noch ein Trank. Sollen wir uns den noch schnappen? So, schnipp. Na komm. Übervorsichtig muss man auch nicht sein. Aber wie man kennt, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich finde es auch sehr schön, dass es unterschiedliche Fackeln gibt. Ne? Also hier diese kleinen Fackeln und da vorne unten an der Gefängnistür gibt es die große Fackel. Hä, kommt der da nicht hin? Na gut, dann... Diese Stacheln, die gehen mir echt auf den Senkel. Hui. So, gehen wir direkt nach oben. Und hüpfen uns da rum. Oh, 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 oh. Jetzt ist sie weg, die Platte, aber wir müssen die ja nicht mehr betreten. Mal gucken, wie ich hier kämpfen kann. Weil das ist ja immer so mein... Verdammt nochmal, was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Scheibenkleister. So. Auf noch... Komm, noch eine Runde habe ich also eigentlich keinen Nerv zu. Verdammt, was ist denn da? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Was ist denn da? Was habe ich denn da gemacht? Muss ich mir hier nochmal angucken im... Wahrscheinlich bin ich gegangen, statt irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
So. Das hätten wir geschafft. Und über die andere Falle springen. Uns geht das Türchen nämlich wieder zu. So, da ist das Schwert, was wir alle so sehnlichst erwarten. Bam, 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 bam. Also ich kann es mit der Schleichentaste, kann ich das aufheben. Wahrscheinlich kann ich dann damit auch kämpfen später. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Wir warten erstmal kurz, wenn der Gegner da ist, ob er das Schwert automatisch zieht. Wie es ja eigentlich in vielen Versionen macht. Wenn wir jemals zum Gegner kommen, weil das sieht jetzt mal gerade mal eben so gar nicht aus. Okay. Dann nach oben. Jetzt machen wir mal übervorsichtig. Und hüpf. Das war schon fast wieder zu übermütig. Ja, wie gesagt, es ist ja auch wirklich etwas Übungssache. Man muss sich ja mit der Steuerung vertraut machen. Auf dem... Es wird schon fast schon wieder passiert, ey. Hier auf dem PC die C64-Spiele zu spielen, ist auch schon ein Riesenunterschied wie damals zu dem C64 der Steuerung. Und man ist halt einfach nicht mehr an diese ungewöhnliche oder in Anführungszeichen ungenau will ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt anders programmiert damals. Ah, er nimmt's. So kann ich abwehren, so kann ich hauen. Okay. Blau. Aha. Es ist schön. Es ist ein bisschen farblich markiert. Ach, das ist auch ein schönes Tor. Gefällt mir. So, jetzt müssen wir die Platte noch auslösen. Oh, hier funkeln keine Augen im Totenkopf. Schade, das war sehr schön an der Sega Master System Version. Und hier gibt es ein Intro. Wir sehen zwar nur die arme, hübsche Prinzessin. Die guckt sich an, wie der Sand entrinnt aus der oberen Schale. Oh, cool, jetzt kommt eine andere Musik. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So. Oh, da kommt schon hier mein Freund. Na komm. Das war ja klar, dass das Ding hier runterfällt. Verdammte Axt. So, machen wir mal Attacke Parade. Da springt man auch noch runter. Hallo, mein Freund. Warum steckst du einfach deine Waffe ein? Du, fieser Schwertkämpfer. Das war Prince of Persia, das erste Level vom Sega Genesis. Ich danke fürs Zugucken, oder Mega Drive, ne? Und dann danke ich fürs Zugucken. Aber wie gesagt, einen habe ich noch. Ihr werdet Prince of Persia noch nicht so schnell los hier auf meinem Kanal in der Prince of Persia Spezialwoche. Ich danke fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder im nächsten Video. Sei es Prince of Persia oder ein anderes. Bis dann. Tschüss.